Warum interessiert sich die Jugend fürs Klima und die Erwachsenengeneration nicht? Starten wir gleich. Ja, muss ich erstmal aufräumen. Gut. Also die erste Frage ist von Peter von der LBS Pöchlern in Niederösterreich. Und die Frage ist, wie wird gegen das riesige Ausmaß von Plastik vorgegangen? Also das ist eine ganz interessante Frage. Es ist auch eine klimapolitische Frage, aber es ist eigentlich mehr eine Umweltfrage. Also das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es hier auf die Klimakrise nur recht wenig Auswirkungen hat, das Plastik selber. Aber natürlich ist es eine Umweltfrage, wie man damit umgeht. Wie wird gegen das riesige Ausmaß an Plastik jetzt vorgegangen? Es gibt kleine Projekte dazu. Es gibt noch kein groß angelegtes Projekt irgendwo von einem staatlichen Projekt. Gibt es nicht. Sollte auch auf EU-Ebene passieren. Auch Österreich selbst hat jetzt nicht das größte Plastikproblem. Das liegt einfach daran, dass wir schon ein bisschen aufgeklärt sind, in dem Sinne, dass weniger Leute also Plastikverpackungen kaufen. Aber natürlich ist trotzdem zu viel in Plastik verpackt. Allerdings wird das bei uns auch verbrannt. Die großen Probleme sind, dass nicht das ganze Plastik ins Meer gelangt. Das heißt, hier muss man auf jeden Fall ansetzen, dass hier was passiert. Gut, dann gleich weiter. Die zweite Frage ist von der Katharina Sophie von der HLW Rohrbach in Oberösterreich. Und zwar, was soll sich in Österreich konkret gesetzlich ändern, damit Umweltschutz gestärkt und die Klimaerwärmung begrenzt wird? Also was sich ändern soll, also es sollten Maßnahmen gesetzlich festgelegt werden, das ist klar. Also es ist zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung, die hat jetzt, will den Klimanotstand ausrufen, den nationalen, und hat dazu auch mit den ganzen politischen Parteien gesprochen, Gespräche getreten und hat hier auch ganz viel erreicht, sodass es zu einer Abstimmung kommen wird im Herbst zu diesem Thema. Und das ist zum Beispiel eine Forderung, dass der Klimanotstand ausgerufen wird. Außerdem soll auch noch sollen Maßnahmen gesetzlich festgelegt werden, wie zum Beispiel, dass der Klimaschutz in der Verfassung festgesetzt wird. Also solche Maßnahmen sollen getroffen werden. Also das sind sicher Forderungen von ganz vielen. Und das ist momentan etwas, was noch ausbleibt und sicher festgelegt werden sollte in der nächsten Zeit. So, die nächste Frage ist von der Amanda aus Niederösterreich. Und sie fragt, wie kann man selbst das Klima schützen? Also es ist eine sehr interessante Frage, weil man selbst hat natürlich auch eine Entscheidungsmacht. Natürlich bin ich selbst nicht der Fan, dass alles auf das Individuum ausgelegt wird, aber natürlich hat man selber auch eine Verantwortung, die man auch tragen muss. Und hier kann man im persönlichen Ausmaß einfach auch Maßnahmen treffen. Und unter anderem kann man sich gerade als Jugendlicher engagieren, weil das ist einfach relativ einfach für Jugendliche, können sich ganz leicht engagieren. Außerdem ist viel Kommunikation wichtig. Also es ist wichtig, wenn man darüber Bescheid weiß oder sich darüber informiert, dass man darüber redet, dass man darüber mit seinen Freunden redet, dass man darüber mit seiner Familie redet, weil man hat ganz, ganz viel, als Jugendlicher oder als Kind hat man ganz viel Einfluss auf die Familie und auf die Eltern und kann man ganz viel bewegen, wenn man einfach nur mit ihnen kommuniziert darüber und sagt, was einem wichtig ist und wieso man das wichtig ist und Fragen stellt, wie wieso man einfach mit dem Auto fährt zum Beispiel. Also man könnte doch auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen oder man könnte eben mit dem Zug auf Reisen fahren oder solche Dinge. Also es geht auch viel ums Reden und auch dann im Endeffekt ums Tun.
Gut. Die nächste Frage ist, welche Projekte planen die jeweiligen Parteien genau, um gegen den Klimawandel etwas zu tun? Die Frage ist von der Madeleine aus der BG Seebacher Gasse in der Steiermark. Das ist eine interessante Frage, auch aus dem Grund, weil das gerade überall in den Medien ist. Die Parteien müssen momentan Stellung nehmen zum Thema Klimaschutz. Und es gibt ganz viel kursiert momentan herum. Es gibt Parteien, die schon ihr Konzept offengelegt haben und es gibt Parteien, die gerade daran arbeiten, aber die Parteien müssen sich immer diesen Fragen stellen, was tut ihr, was macht ihr. In dem Sinne ist es, dass es gibt unterschiedliche Maßnahmen. Also wenn wir jetzt schauen zu den Sommergesprächen, die gerade im ORF waren, waren zum Beispiel Thema von ökosozialer Steuerreform. Das bedeutet, also sozialökologische Steuerreform bzw. CO2-Steuer, das bedeutet, dass fossile Energie besteuert werden soll. Und hier gibt es Parteien, die ganz strikt dagegen sind, obwohl die Wissenschaft sich eigentlich einig ist, dass das eine wirklich sinnvolle Maßnahme ist, die man treffen sollte. Also hier zum Beispiel die FPÖ ist dagegen, auch die SPÖ ist dagegen und die ÖVP ist ebenfalls dagegen. Wer dafür ist, sind die NEOS und die Grünen sind jedenfalls dafür. Die Liste jetzt ist meines Wissensstands auch dafür. Und bei den kleinen Parteien, muss ich sagen, weiß ich es jetzt nicht. Weitere Projekte sind zum Beispiel von der ÖVP viel mit Wasserstoff zu arbeiten, weil Wasserstoff in der Produktion keine CO2-Ausstöße in dem Sinne, sehr vereinfacht gesagt. Und das soweit ist, aber unser Wissensstand, unsere Technologien sind noch nicht so weit, dass das wirklich eine sinnvolle Maßnahme ist, zum Beispiel. Welche anderen Projekte Sie planen, sind auf jeden Fall ist Ausbau von Verkehr zum Beispiel. Das sind große Meilensteine, die sich, glaube ich, im gesamtparteipolitisch eben als Maßnahmen herauskristallisieren. Gut. Wie kann man andere Leute dazu motivieren, etwas zum Klimaschutz zu tun? Die Frage ist von der Amanda aus Pöchlern in Niederösterreich. Die Frage habe ich schon ein bisschen mit der vorigen Frage beantwortet, dass man viel darüber reden muss. Also man sollte viel mit seinen Freunden und so weiter reden und auch Fragen stellen und fragen eben, warum man gewisse Sachen tut und selber auch seine Angewohnheiten ein bisschen ändern. Also man kann im Supermarkt einfach mal schauen, was für Produkte es gibt. Gibt es österreichische Produkte? Gibt es es sind die meisten international und dann auch fragen, warum das so ist, warum man jetzt zu dem internationalen Produkt greift, warum man nicht zum nationalen Produkt greift, was natürlich durch den Transportweg natürlich wahrscheinlich das klimaneutralere Produkt ist. Deswegen ist eben viel mit den Leuten einfach ins Gespräch kommen und sagen, warum Klimaschutz wichtig ist und warum man sich engagieren kann und wie einfach es auch ist, sich zu engagieren. Also man kann einfach Umstellungen im Kaufverhalten eben machen, das ist relativ einfach, aber man kann eben auch sich engagieren. Gut, eine Frage kann ich vielleicht noch beantworten. Und zwar, warum interessiert sich die Jugend fürs Klima und die Erwachsenengeneration nicht? Das ist vom Daniel in Niederösterreich. Also die Jugend interessiert sich zum Glück fürs Thema, da haben wir, glaube ich, die Zeichen der Zeit erreicht, dass es einfach die Jugend spürt, warum, dass es sich erhitzt und dass sie nicht dieselben Möglichkeiten mehr haben wird wie die ältere Generation. Die ältere Generation aber wieder sieht diese Veränderung vielleicht weniger oder meint, das war immer schon so, es ist okay, es wird weitergehen und ist auch sehr
vielleicht auch teilweise gewinnorientiert und sieht hier die Einschnitte, die passieren könnten. Warum das jetzt genau der Fall ist, das kann ich jetzt nicht unbedingt beantworten. Ich bin froh, dass es so ist. Ich bin froh, dass die Jugend hier die Erwachsenen drängt, etwas zu tun, und hoffe, dass es auch wirklich zu Taten führt.